Was würden Sie tun, wenn Sie heute aus irgendeinem Grunde freigelassen würden? Ich würde versuchen, das, was ich Schlechtes getan habe, wieder gut zu machen. Wodurch? Und wie? Ich würde mich bemühen, mich in die Volksgemeinschaft wieder einzufinden und mitzuarbeiten. Könnten Sie das? Ich habe meine Ansicht geändert. Dadurch, dass Sie festgenommen worden sind? Nein. Ich glaube bestimmt, dass mein Plan gelungen wäre, wenn meine Auffassung richtig gewesen wäre. Aber da nicht gelungen ist, glaube ich sicher, dass es nicht hat sein sollen und dass meine Auffassung falsch war. Herr Züger! Gigax, machst du da? Ja, Vermisstmeldung. Borel Frieda, die alte Spitzenerbin da. Ihr Gärtner sagt, sie sei nicht mehr rum. Und du? Anzeige aus der Psyche. Frag wo Ida. Jahrgang 80. Geiler Schuss. Leider Schweizer. Niemals verzeichnet. Hat aber behauptet, sie sei Frieda Borel. Und drei Tage später haut sie aus der Psyche ab und gestern kommt ein Hinweis, sie sei da rumgeschlichen. Hey, jetzt wird's interessant, hä? Die Alp verschwindet von der Wildfläche. Am nächsten Tag wird die Schizo eingeliefert. Die haut drei Tage später ab. Und kehrt dann da zurück. Meinst du, die hat sie? Nein, ich meine noch gar nichts. Aber ausschliessen würde sie mal auch nicht. Du, dann kommt die da noch mal zurück. Warum ist denn da offen? Schau mal. Ein 303 SE aus dem 62. Das ist ein 64er. Da siehst du im Heckflügel an. Bei 80er SE, siehst du, was ich gesagt habe? Gar nichts hast du gesagt, nur mehr Jahrgang 64. Und da ist er definitiv nicht. Er sieht den Blinden. Du bist voll daneben gelegen mit dem 300er Gigax, du alte Pfeife. Du würdest gescheiter die Observationsgruppe bestellen, als so grosse Töne zu speuzen. Du willst ja bloß, dass sie bei unsere Abteilung laufen mit dem Kleinen. Ja, ist alle ernst. Der Zeuger Paddy, los. Er ist da mit dem Gigax. Wir sollten ihn überwachen gehen. Ja, rund um die Tour. Ich habe noch nicht reingerufen. Leben bei der Polizei kein Anstand. Nur kurz wegen Ihrer vermissten Anzeige, Herr Rau. Ich verstehe Ihre Anspannung, aber wir finden Ihres Fräulein Borel schon noch. Sie hat sich nicht jemand gemeldet bei Ihnen in der Zwischenzeit. Was ist denn da für ein Holzkistchen? Haben Sie nicht von so einem Holzkistchen erzählt im Zusammenhang mit dieser Pille? Gehört das der Vermisste, dann müsste ich da Spuren sichern. Das ist nicht Ihres, das ist persönlich. Sie kennen nicht zufälligerweise Ida Fradwo. Jung und attraktiv, nicht zu übersehen. Keine Ahnung. Nein, es tut mir leid. Auf Wiedersehen. Ja, ich bin mir sicher, dass wir da eine gemeinsame Lösung finden werden, Herr Hartmann. Da bei Ihnen der Bausparer noch nicht reif ist, würde ich sagen, dass wir Ihnen da mit einer kleinen Zwischenfinanzierung auf die Sprünge helfen werden. Ja, schauen wir uns das einmal in der Richtung an. Wenn ich mich recht erinnere, dann können Sie monatlich ungefähr 700 Euro zusammenkratzen, wenn ich das einmal so sagen darf. Wir haben eigentlich gedacht, dass man das ein bisschen reduziert. Ja, da rechnen wir doch gleich mit 1000 Euro, damit das Ganze ein Gesicht hat. Und der Computer tut sich dann auch leichter. Ne? Also bei einer Laufzeit von 27 Jahren kommt eine Gesamtsumme von 38.500 heraus, wie Sie diesen Unterlagen entnehmen können, wenn Sie mir das dann hier auch gleich unterzeichnen möchten, Herr Hartmann. Ich habe da noch mal eine Frage. Ja, Sie müssen natürlich auch bedenken, wissen Sie, so ein Kredit ist eigentlich eine Sparform, nicht? Ja. Nur, dass Sie über das gesamte Ersparte praktisch sofort verfügen können und nicht erst in 20 Jahren. Aber kann ich das nicht noch mit nach Hause nehmen? Ich möchte das. Ja, Sie können das in Ruhe durchlesen, wenn Sie mir nur hier bitte unterschreiben möchten. Aber meine Frau möchte das auch noch lesen. Ja, wir haben da einen Durchschlag für Ihre Frau dabei. Bitte hier, wenn Sie mir hier unterzeichnen würden. Ich habe auch noch einen Termin. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Welch schreckliches Ende für so ein reizendes Mädchen. Ich werde sie vermissen. Ach, Sie kennen die Tote? Sie hat sonntags regelmäßig den Gottesdienst besucht. Aber ich kenne nur ihr Gesicht, nicht ihren Namen.
Kann sie allein? Manchmal auch in Begleitung einer jungen Frau. Können Sie diese Frau beschreiben? Ja. Übrigens sprachen die beiden kein Deutsch miteinander. Eher Russisch oder eine andere slawische Sprache. Dein Benny hat meiner Tochter Pia erzählt, dass ihr nach Costa Rica abhauen wollt. Und zwar ziemlich zügig. Stimmt doch, oder? Meine liebe Effi, ein Edelmann sieht anders aus. Hast du schon was Edles an ihm bemerkt? Ich nicht. Es scheint, wir sind der gleichen Meinung. Übrigens, wie du schon sagtest, bin ich selber schuld. Von einem Fauxpas mag ich nicht sprechen. Das ist in diesem Zusammenhang nicht das rechte Wort. Also, selber schuld. Und es soll nicht mehr vorkommen, soweit ich verhindern kann. Aber auch du, wenn ich dir raten darf, sei auf der Hut. Er ist ein Mann der Rücksichtslosigkeiten. Und er hat so seine Ansichten über junge Frauen. Ich kenne ihn von früher. Verzeih mir. Ich war so sehr überrascht von allem. Freilich wohl meine Schuld. Ich bin immer zu sehr mit mir beschäftigt gewesen. Die Männer sind alles Egoisten, ne? Aber das soll nun anders werden. Ein Gutes hat Berlin gewiss. Spukhäuser gibt es da keine. Wo sollen die auch herkommen? So. Nun, lass uns hinübergehen, damit ich Anni sehen kann. Sonst verklagt mich Roswitha als einen unzärtlichen Vater. So eine bodenlose Frechheit. Da steigen endlich einmal wohlhabende Bürger, Mäzene, Berühmtheiten, Kunstkritiker und Journalisten zu mir herauf. Und ich besitze kein einziges Bild mehr. Da arbeitet man jahrelang und... Auguste, zieh dich aus. Ich mal dich vor dem Totenbett. Leben und Tod. Ein atmender Leib und ein starrer Leichnam. Komm, zieh dich aus. In civilization, independent from other ancient cultures. Therefore, he is more interested in the other two scripts he can distinguish. He calls them Linear A and B. He doesn't share the clay tablets with others. He wants to go down in history as the one who deciphered the Minoan writings. Ah! But all his attempts have failed so far. Until he can read the documents, Evans must rely on his imagination to explain his discoveries, which puts him in danger of getting carried away. Was very much a mystical place. This was the origins of many aspects of Greek religion. This is King Minos' palace. He believes that now. And Ariadne's throne? He has reconsidered and changed his mind. This was King Minos' throne, he rules. And this is the room where he held court. Sir Arthur Evans gave us a new chapter in history.